Hallihallo, heute mal wieder Neues von Pascal und zwar wieder mal eine Fahrt in OMSI 2, der Omnibus Simulator, und zwar ein Let's Play. Ich habe hier gewählt einen riesigen Bus, und zwar einen Doppelgelenkbus von Vanhol. Und als Stadt habe ich mir mal wieder die altbegehrte Berlin-Spandau ausgesucht und wir fahren hier auch die, ich sage jetzt mal, die klassische Linie 137 und die startet hier von Starkenhahneberg und dann geht's weiter über Rathaus, also das heißt Berlin-Spandau-Rathaus und dann bis hin zum Falkenseer Bahnhof. Ich würde sagen, ich will nicht allzu viel Zeit verlieren. Übrigens eine Überraschung, das heißt nicht Überraschung, sondern was kommt noch danach. Also wir fahren jetzt diese Linie hin. Danach gibt es einen Buswechsel. Was für ein Bus, verrate ich jetzt noch nicht. Das habt ihr vielleicht im Titel gesehen oder so, aber ich verrate es jetzt im Moment noch nicht. Und dann fahren wir die gleiche Linie wieder hier zurück zu Starkenhahneberg. Also wird wahrscheinlich circa 1,5 bis 2 Stunden gehen. Ob ich es am Stück fahre, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich dann zwischen den Linien kurz einen kleinen Unterbruch, eine kleine Pause. Mal schauen, wie es funktioniert mit Aufnahmen, mit Grafik und so weiter und so fort. Also das nur mal dazu. Okay, ich starte mal den Bus. Oder zunächst steigen wir mal ein und vielleicht mal kurz noch außen. Nee, ich mache das anders. Ich möchte zuerst mal kurz gerade den Motor starten und alles vorbereiten. So können wir noch ein bisschen Druckluft aufbauen und so weiter und so fort. System wird hochgefahren. So, und dann Motor starten. Achtung! Haha, geiler Sound. So, also, kann das Ganze schon mal ein bisschen vorbereiten, vorwärmen, vorheizen. Ich habe jetzt den Bus neu übernommen hier auf der Straße quasi. Der war vorher nicht im Einsatz oder respektive hatte jetzt eine längere Pause. Okay, also, mal von außen kurz ein bisschen den Bus anschauen, ist eigentlich ein ganz normaler Bus. Was wir natürlich hier haben, ist zwei Gelenke, das heißt, normalerweise ein normaler Solo-Bus wäre ungefähr hier zu Ende. Der hat natürlich dann ein Gelenk, dann käme ein Gelenkbus, der wäre da zu Ende. Und nicht genug, nein, wir setzen noch einen drauf, und zwar hier noch einmal einen Nachläufer. Also wir haben eigentlich den Vorläufer, den Mittelläufer und den Nachläufer. Und somit ergibt das dann eben einen Doppelgelenkbus, praktisch für Städte, wo viele Leute einsteigen, Stoßverkehr und so weiter und so fort. Das ist natürlich gut überlegt. Der Bus ist übrigens von der Firma Vanhol und ist eigentlich original von der Hamburger Map, von Hochbahn, aber der fährt auch hier, das ist gar kein Problem. Also hier, Länge. Mädchen, Frauen aufgepasst, meiner ist 25 Meter lang, he? Und Fahrzeug schwenkt aus, also aufgepasst auf der Straße, wenn ich komme. Vielleicht mal innen noch anschauen, wirklich schön verarbeitet übrigens das Ganze auch. Doppelgelenkbus, he? Also normalerweise ist hier zu Ende, aber dann kommt nochmals ein Gelenkbalk, hier ist einer und da ist einer und dann noch der Rückläufer, also ein Riesenteil. So, melde ich mich da mal an, 1506 ist die PIN-Eingabe, okay, Probedruck, alles klar, Umlauf brauchen wir nicht, weil wir keine fixen Fahrplan fahren. Wir fahren aber die Linie 137 und das Ziel ist die 306. Ich sagte doch 3. So. Mal schauen, ob das dann richtig anzeigt. Bahnhof Falkensee. Auch draußen 137 Bahnhof Falkensee. Alles okay. Soweit. Okay. Dann noch ein bisschen Licht einschalten und auch so.
Gang einlegen, respektive Drive, und dann geht's auch schon los. Das Fahren mit einem Doppelgelenkbus ist eigentlich fast gleich wie mit einem normalen Gelenkbus, sage ich jetzt mal, aber man muss natürlich die Länge beachten. Wir haben es gesehen, 25 Meter lang ist das Ding, also muss man auch überlegen, dass man da genügend ausholt und genügend Platz lässt, damit alle Teile nachkommen und nicht zu stark auf die Straßenränder oder sonst irgendetwas umkarren oder auf Straßenrand mitnehmen und so weiter und so fort. Hier warten wir kurz auf die Ampel, damit sie grün wird, wobei grün, ja, jetzt ist orange und jetzt kommt grün. So, grün ist übertrieben, das ist halt spezielle Busampel, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, genügend ausholen immer, dran denken, überlegen. Wir haben einen großen Bus, nicht nur so ein Minibus, hä? Im Gegensatz dazu. So, hier ist dann auch schon die erste Haltestelle. Ja, ja, das kennen wir. Ist immer das Gleiche. Ich hoffe übrigens, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Ich habe eigentlich das Video gestern schon, also wenn heute Aufnahme, gestern schon versucht aufzuzeichnen, aber wie oben sie so ist, auf einmal fehlt einfach ein Stadtteil, wird nicht mehr nachgeladen und ich hatte dann ehrlich gesagt gerade keine Lust mehr, aber vielleicht klappt es ja heute und sonst haben wir Pech gehabt. So, mal schauen, ob ich die erwische so. Ich schaffe es natürlich nicht ganz gerade hinzufahren, das ist klar, weil dort noch so ein anderer Bus steht, aber so zumindest in etwa, dass die Leute dann auch einsteigen können. So, guten Tag, hallihallo. Ich glaube, wir fahren gerade los, oder? Was haben wir? Ja, ja. Der blinkt noch nicht, also fahren wir los. Die altbekannte Stadt von Omsi, damit begann eigentlich alles, hein? Berlin-Spandau. Und damals beim Omsi 1, also war die Linie noch die Linie 92, dann wurde sie eben umgetauft. Irgendwann mal bei Omsi 2, respektive das dann ein anderes Zeitfenster, sage ich jetzt mal, wurde es zur Linie 137. Und die Linie 92, diese Linie hier, aber die 92 damals, die ging nur bis zur Stadtgrenze, glaube ich, war das. Oder nein, bis zur Freudstraße. Stadtgrenze war dann auch hier, aber bis zur Freudstraße. Und die 137, also die jetzige Linie, jetzt wie hier, die geht dann eben noch weiter bis nach Falkensee zum Bahnhof. So. Ich muss mich ein bisschen an die Bremsen gewöhnen. Der bremst relativ schlecht gegenüber den Citaros oder so. Muss man da ein bisschen mehr auf die Bremse drücken. Deshalb bin ich jetzt hier auch ein bisschen über die Linie gefahren. Aber was soll's. So.
Der ist mit einem sogenannten ZF-Getriebe ausgestattet, falls es jemand interessieren sollte. Hört man an den Schaltvorgängen, an den Geräuschen. ZF-Getriebe heulen so relativ stark. So. Hallo. Guten Tag. Hallo. Jetzt ist zu. Der lässt mich kommen. Vielen Dank. Sehr freundlich. Holla, Entschuldigung. Ich habe gerade links auf dem PC geschaut, ob die Tonaufnahme auch funktioniert, nicht nur die Bildaufnahme. Und schon ist es passiert. Kurze Ablenkung. Gefährlich, gefährlich. Da steht niemand, dann fahren wir zügig weiter. Morgen. Hallo. Sound ist auch wirklich cool bei dem Bus, also wirklich schön umgesetzt. Und auch ein klarer Sound, ein schöner Sound, nicht so staubsaugerartig, wie ich das immer wieder betone in den Spielen. Hä? Also letztens hatte ich da einen Bus, der, was war das, im Ruhrgebiet, den Solaris, hallo, im Ruhrgebiet. Und der klang wirklich fast ein bisschen wie ein Staubsauger, sage ich jetzt dem mal. Der will noch nach links kommen da. Freche Sache. Wird es dann für uns bestimmt nicht reichen, ganz klar. Hier ein alter MAN-Gelenkbus. Und weiter geht's. Was man mich übrigens bei einem der letzten Videos von diesem Doppelgelenkbus gefragt hat, ja, diese Busse, das ist doch fake, das ist doch fiktiv, das gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's. Gib mal ein, One-Hole Doppelgelenkbus Hamburg. Seht ihr genau diesen Bus, und zwar auch auf der Linie, wo wir auch oft schon gefahren sind. Also wir fahren ja da vielfach die Linie 109 vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Alsterdorf. Und da ist wirklich ein Video, aber ich glaube, er fährt nicht die 109, sondern eine andere irgendwie direkte Linie oder was auch immer. Aber wirklich genau so ein Bus wie der hier. Also die gibt es tatsächlich, das ist nicht nur irgendein Fake oder was auch immer, die gibt es wirklich. Ja. Es hat jemand einen Citaro Doppelgelenkbus gemacht,
von Mercedes natürlich. Die hingegen, das ist fake. Also es gibt die wirklich nicht von Citaro, das ist wirklich so. Aber einer hat mal Freude und hat auch aus einem Citaro quasi einen Doppelgelenkbus gemacht. Aber diese hier, den Vanhol, die gibt es tatsächlich. So. Hallo. Hallihallo. Guten Morgen. Morgen. Ich bin übrigens noch gerade dran, oder schon eigentlich seit längerer Zeit dran, ein Video zu erstellen. Und zwar habe ich in Hamburg mal einen ganzen Tag eine Art Dienst erstellt. Also das ist, den habe ich selbst so zusammengestellt und bin dann über 12 Stunden lang quasi am Bus fahren. Das Video wollte ich eigentlich schon lange hochladen, habe es dann auch schon versucht, aber leider, also das Video dauert genau 12 Stunden und ich glaube 12 oder 13 Minuten. YouTube aber akzeptiert nur Videos von maximum 12 Stunden. Hallo Kollege, 12 Stunden. Also das heißt, mein Video ist plus minus, sagen wir mal, 12 bis 15 Minuten zu lang. Und deshalb hat es mir den Upload wieder abgebrochen. Und jetzt bin ich gerade dran, das Video zu teilen. Also es gibt dann zwei Teile statt nur einen. Guten Morgen. Aber sobald die dann bereit sind, werden die hochgeladen und freigeschaltet natürlich. Ich hoffe, es klappt irgendwann mal. Es braucht auch relativ viel Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, ein 12-Stunden-Video, schon nur das Zusammenschneiden, also schon nur die Aufzeichnung natürlich, dann das Zusammenschneiden, alles drum und dran, was es braucht, kennt man ja. Ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte Schlimmes, die Stadt wird nicht geladen, genau gleich wie gestern da vorne. Ah, das ist doch... Naja, warten wir mal, vielleicht wenn wir nach vorne fahren, aber es sieht schlecht aus. Nee, aber das Video hochladen dann und da, also das heißt schneiden, nein, hallo, wo war ich? Aufzeichnen, schneiden, dann rendern, das heißt das Video produzieren auf dem PC. Dann muss das Ganze noch hochgeladen werden auf YouTube, dann muss es verarbeitet werden auf YouTube. Also ich sage mal, schon nur die Produktion. Klar, 12 Stunden Aufzeichnung sind 12 Stunden Arbeit. Habe ich das Ganze an einem Tag gemacht, am 24. Dezember übrigens. Ja, Weihnachten. Ich war in Corona-Isolation, aber kein Problem. Eben, die Aufzeichnung, 12 Stunden natürlich. Ich sage jetzt mal, für dieses Video zu erstellen... 2 Tage. Und dann noch eben hochladen und so weiter. Also ich sage mal, 3 bis 4 Tage Arbeit hat man dann. Und jetzt muss ich das Ganze noch einmal rendern, ein zweites Mal rendern. Braucht auch wieder die, ja, plus minus die gleiche Zeit. Von daher, ich hoffe schwer, dass das Video demnächst kommt. Ich habe schon auf WhatsApp Status Werbung dafür gemacht. Und dann musste ich es leider wieder entfernen, eben weil YouTube den Upload abgebrochen hatte. Aber es wird kommen.
Also man muss sich da nicht allzu viel vorstellen in diesem Video, also ich werde nicht sprechen da, sondern da ist wirklich nur Busfahren, 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 aber entsprechende Linien mit Buswechsel und so weiter, Pausen, die ich einhalten musste, alles drum und dran, alles ist dabei. Aber wie gesagt, halt einfach ohne Sprache, das ist wirklich nur einer, der 12 Stunden Autofahrt oder Busfahrt Sound hören möchte quasi, ja. Ich wollte dieses Experiment schon lange mal machen, so einen ganzen Tag wirklich einen Dienst auszuführen. Habe den dann auch eben zusammengestellt und ja, warum nicht in der Corona-Zeit, hat man ja Zeit, oder, wenn man sowieso in Quarantäne bzw. in Isolation war. Ja, man muss mal alles anders tun, oder? Und das Video ist entstanden. Ja. Also, man muss sich da wirklich, wie gesagt, nicht allzu viel versprechen und vorstellen. Ja. Hallo, ist da jemand? Nö, kein Sau da. Okay, dann geht's weiter. Übrigens, das Spiel scheint zu laden. Es war vorhin, als ich da Panik geschoben habe, ein bisschen weiter vorne. Genau an dieser Stelle, wo alles weiß war, dann wurden einfach die Straßen, die Gebäude, nichts mehr geladen. Also die nächste Kachel, wenn man es in Omsi-Deutsch sprechen möchte, wurde nicht mehr geladen. Ich habe das Spiel wieder abgebrochen, neu gestartet, aber auch da ging es nicht. Dieses Mal scheint es zu funktionieren, zumindest schon mal bis hier. Jetzt sehen wir dann, ob es was wird oder nicht. Ich hoffe es schwer. Vorne beim Rathaus werden wir dann ein paar Minuten warten, dass wir die Zeit ein bisschen nachholen können. Also ich sage jetzt mal ein paar Minuten, vielleicht so 2, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem. Weil wir haben so keine Fahrgäste mehr. Wahrscheinlich ist ein Bus weiter vorne, der mir alles wegschnappt. Das ist klar, wenn man halt ohne fixen Fahrplan fährt. Ja. Kann sowas passieren. Wiedersehen. Bedienung ist eigentlich auch nichts Spezielles, also das Dashboard hier, das Armaturen, das ist wie einem Citaro oder einem MAN, älteren Jahrgänges. Ja. Die Schalter, Beleuchtung, alles, Heizung, Zeugs, haben wir hier oben Kartenleser für die Fahrtenkarte oder Fahrerkarte und so weiter. Ja. Kasse ist auch die gleiche, halt Hochbahn, ganz klar. Komm, 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 komm. So, Spandau Rathaus.
oder U-Bahnhof Rathaus Spandau, glaube ich, heißt es offiziell. Wieder nachladen, naja, hallo. Omsi, wo bist du? Gut, man muss schon froh sein, wenn es überhaupt noch nachlädt. He? Wie gesagt, gestern war nichts mehr, da war Schluss, Ende für ihr. Video abgebrochen, gelöscht und auf Nimmerwiedersehen und tschüss. Adieu, merci. Komm. Ich hab doch keine Zeit hier. Ding dong. 3, 2, 1, 0. Geht nicht. Ich hab's versucht. Hä? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich breche hier mal ab. So. Morgen. Hallo. Morgen. So. Mal ausmachen und wir warten hier mal kurz 2 Minuten vielleicht. Guten Tag. In der Zeit hole ich mir kurz eine Flasche Wasser. Moment kurz. Achtung. Das ist jetzt nicht der Bus, sondern die Flasche, die ich öffne. Ah, tut das gut. Was ist sowas Schönes? Wenn es an der richtigen Stelle eingesetzt wird, das ist klar. Überschwemmungen und so, ja, da hat man das Wasser dann auch nicht mehr so gerne, das ist klar. Eine Riesenmasche. Hamburg und Hochbahn. Gemeinsam bewegen wir Großes, ja. Wisst ihr was? Das gibt mir gerade die Gelegenheit, hier ein Foto zu schießen, ein Bildschirmfoto fürs Titelbild. Achtung! Vielleicht noch von hinten mal. Von hinten. So, und Foto! Voilà. Von dieser Seite. So, wie viel haben wir? Machen wir 58 fahren wir los. Ja? Das ist das Schöne, wenn man keine fixen Fahrpläne fährt, kann man sich die Zeit ein bisschen besser einteilen oder so.
muss da noch kurz ein Bild haben. Nicht von mir. So. So, Leute. Ich habe da kurz auf dem Handy etwas gemacht. Und jetzt bin ich wieder bei euch. Wir haben bald 58 und das heißt, Achtung! Haha! Ja! Und Gang rein, beziehungsweise Bremse aus und los geht's! Warum ich gerade lache, ich habe ja soeben etwas mit dem Handy gemacht. Ich habe mir den WhatsApp-Status aktualisiert, angepasst an den jetzigen. Hey, warum kommt ihr nicht? Okay, dann lasst es halt bleiben. An die Aktivität, die ich jetzt gerade mache, das heißt, ich fahre ja mit einem 25 Meter langen Bus. vielleicht mal hier. Das ist der Status, den ich eingeblendet habe. Deshalb habe ich da vorhin kurz ein bisschen Fotos und so weiter gemacht. Auch von hinten. Haha. Tja. Eindeutig, zweideutig, eh? So, meine liebe Damen. Nee. Oh, jedes Mal, wenn ich die Bremse einstelle oder ziehe, dann ist schon wieder grün. Jetzt werde ich dann sehen, da vorne muss ich dann 90 Grad drehen. Nein, nicht 90, 180 Grad drehen. Mal schauen, ob ich mit diesem Riesenmonstrum da rumkomme. Das wäre dann vielleicht so eine Stelle, ja, wobei. Grün, sehr gut. Ja, ich hoffe, jetzt kommt nicht der Knickschutz. Aber es scheint zu passen, wunderbar. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Hä? Bluffsack. Naja, das war noch grün für uns. Hä? Bei mir ist, wenn es gelb ist, ist meistens noch so ein grüner Schimmer dahinter. Das ist kein Problem. Ich habe doch keine Zeit, nicht? Floras Blümchenladen. Okay. Gib mir mal eine Blume hier! Mann, das wette ich nicht. Nee, ich kann's nicht.
Das typische Berlinerdeutsch. Typisches Berlinerdeutsch ohne Marmelade. Ja? Nee. Tag, der Herr. Hey, wo bist du? Oh, schon weg. Ha. Der hat sich unsichtbar gemacht. Ich muss leider ein bisschen weiter vorne stillhalten, damit ich die Kreuzung nicht zumache. Hallo. Hallihallo. Halten, halt! Guten Tag. Piep hat's gemacht. Piep, 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 hab dich ganz doll lieb. Ah, 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 ah. Gut, das ist jetzt... So. Ich hab's gesagt, die Bremsen, aber es geht schon besser als am Anfang. Aber die Bremsen, die sind wirklich relativ, wie sagt man dem jetzt, schwach. Ja, man muss viel stärker auf die Bremse treten, damit überhaupt etwas passiert, als bei den anderen Bussen jetzt. So. Wird dann wieder bestimmt ungewohnt nachher, wenn wir den Buswechsel haben in Falkensee. Aber das dauert ja noch einen kleinen Moment. Komm, komm, komm. Oh oh, will der mir die Leute wegschnappen da hinten? Das ist sicher der, den wir vorhin bei der Stadthalterstelle gesehen haben, mit der 137 auch. Ach du liebes bisschen. Ach du liebes bisschen. Schätzelein, ich bin Horst Schlemmer. Nee, ging nicht wie ich wollte. Tü, 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 tü.
das Großmütti will auch mitkommen. Hallo. Dann halt nicht, sehr freundlich. Hey! Sau. Sautüre, du! Niemand da? Okay, dann ziehen wir auch gerade weiter. Entschuldigung. Entschuldigung für die Verwirrung, meine Damen und die anderen. Ah nein, das geht anders. Es gibt ja auch Witze über Damen und andere Randgruppen, oder? Habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Buongiorno. Hallo. Ach so, du. Ey, sag mal. Ach, das ist 130. Kannst du nicht hinten anstehen und dann normal zur Bushaltestelle fahren, wie alle anderen auch? Hey! Den werde ich auf jeden Fall bei der Zentrale melden. Das geht doch so nicht weiter. Wie sollen die Leute da sicher ein- und aussteigen? Dann gibt es einen Unfall. Und wer ist dann noch schuld? Ganz sicher nicht der, sondern ich, weil ich dort gewartet... Nee, Quatsch. Nee, aber ganz im Ernst. Führerschein in der... Apotheke geschenkt bekommen oder war es auf Rezept? Affe. Wenn ich den erwische, am liebsten würde ich aussteigen und der vom Steuer reißen und die Birne gegen die Bustüre schlagen, bis die Türe kaputt ist. Achtung, schwenkt aus. Dann lass es doch. Noch jemand da? Ja. Bidi, bidi. Achtung, jetzt. Typisch Romsi. Typisch Romsi wäre ich jetzt dann vielleicht gleich sehen. Ich habe nicht genau geschaut, ob es so ist. Aber ich kann mir etwas vorstellen. Es kann sein, dass ich jetzt dann da die Kolonne durchfahren muss, aber ich glaube, die fahren sogar. Ist vielleicht nicht mal das, was ich befürchtet habe. Hey! Doch, es war das, aber es hat sich schon aufgelöst. Weil hier an dieser Stelle, da sind oft... Autos, 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 also eine riesige Schlange. Und die Autos sind so doof ineinander, quasi wie, ich weiß auch nicht, so wie eine, kennt ihr das von alten Radios, so eine Antenne, die man einfach aufziehen kann, die immer länger wird. Und, hey, spinnst du oder was? Und genau so passiert es hier manchmal, aber diesmal hat man wahrscheinlich gerade Glück. Und wenn so ist, dann könnte man 2 Stunden warten, die Schlange wird sich nicht verkleinern. Niemand mehr da jetzt, oder was? Ach doch. Hoi, grüezi. Schon was vor heute Abend? So, weiterfahren.
wieder mal ein Schlückchen Wasser getrunken. Stau auf der Autobahn. Nee, ist keine Autobahn. Kollege, 137, schön. Alter MAN. Das könnte sich jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, je nachdem hier. Muss nicht sein, ich habe mich schon zwei, dreimal geirrt jetzt in dieser Fahrt, aber mit der Zeit kennt man das Spiel auch ein bisschen, so die Ecken und Kanten und die Fehler und die Pannen, die es geben kann. Ist auch nicht zu allen Zeiten gleich, sage ich jetzt mal hier. Da ist er wieder, dieser 130er Idiot da vorne. Kann ich ja mal eine Runde schlafen hier. Warum der Affe jetzt nicht weiterfährt da? Keine Ahnung. Und jetzt. Apropos schlafen. Wie lange ist das Video jetzt schon? Oh, fast 50 Minuten. Leute, den ganzen Weg dann nochmals zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir sind noch nicht mal am Ziel. Also das geht jetzt noch etwa eine Viertelstunde. Ja, je nachdem, wenn das nicht gleich vorwärts geht da vorne, sind wir noch morgen da. Ach du Scheiße. So, ja, hau ab. Schon gedacht, dass es für mich nicht mehr reicht oder für uns. Füße hochlagern, Bus abschalten, Licht ausschalten und... Hallo. Ich spreche jetzt gerade mal ganz nahe beim Mikrofon. Ich weiß nicht, ob's doof klingt im Video. Ich kann es leider so nicht hören. Tut mir leid. Ja. Oh, auf jeden Fall, die Linien sind relativ stark bei der Aufnahme. Gesundheit! Immer noch nicht leer. Also die alte Linie, die wäre jetzt da hinten zu Ende, bei dieser, dort, das Rot,
das Haus mit dem roten Dach ist da hinten, oder die Häuser. Aber die hier, die 137, die geht jetzt noch weiter bis zum Bahnhof Falkensee. Ich kann ehrlich nicht sagen, ob das überhaupt eine echte Linie ist von dieser Zeit oder ob das nur so dazu erfunden wurde. Das kann ich so leider gar nicht sagen. Hier geht jetzt alles geradeaus, fast bis zu einer Kreuzung dann. Nachher gibt es dann Buswechsel auf einen. Nee, ich sag nix. Gut, wenn wir da nie anhalten müssen, geht die Fahrt auch ein bisschen schneller. Ich habe vorhin mal gesagt, etwa noch eine Viertelstunde. Aber wenn man natürlich nicht an jeder Haltestelle Leute ein- und ausladen muss, kann sich das durchaus auch ein bisschen verkürzen. Mal kurz etwas versuchen. Achtung, wo bin ich? Da. Polizei ist auch da. Schön. So, mal so eine Aufnahme machen. Achtung. Oder auch so. Warum mal nicht so ein bisschen? Wenn wir schon einen Doppelgelenkbus haben, wollen wir den doch auch einmal ein bisschen zeigen, nicht? Hätte mir auch vorher in den Sinn kommen können. Ach, schade. Ah, das ist die Stromlinie. Ich habe gerade gedacht, was wird jetzt hier schwarz? Und was gibt da? Ah, der will abbiegen. Mm-hmm.
Nix, niemand. Okay, dann lass es doch. Dann lasst es doch, wenn ihr nicht wollt. So, jetzt sind wir hier übrigens schon in Falkensee. Will die nicht mal mit bis zum Bahnhof? Ah, das ist jetzt aber schade. Dann halt tschüss. Zweitletzte Haltestelle übrigens. Jetzt kommt dann schon die letzte. Ja, gute Stunde. He? Mit Vorquatschen, mit ein bisschen Blabla am Anfang. Okay. Lebensmittel. Hier ist die Endhaltestelle. Da wir niemand mehr im Bus haben, können wir auch weg. Licht mal schon ausschalten, weil den Bus hier gebe ich jetzt wieder ab. Möge sich nerven damit, wer will. Nee, ich fahre diese gerne wirklich. Also fährt sich gut, schöner Klang. Ein bisschen, ja, Nachteil, ein bisschen die Bremsen, aber das ist ein Gewöhnungsding. Das ist kein Problem, da kommt man schon mit der Zeit in den Genuss, dass man dann das auch im Griff hat. So, jetzt hier könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Da. Jetzt muss ich nämlich hier rechts in diese kleine Gasse einfahren. Das könnte lustig werden mit einem Doppelgelenkbus. Es ist schon relativ eng und knapp mit einem normalen Gelenkbus manchmal hier. Zum Glück sind jetzt hier gar keine Autos parkiert wie sonst. Ja. Es passt, Mann. Der kann was, hä? Ist der nicht gut? Ein Profi auf der Straße. So, also, jetzt gehen wir mal suchen, ob wir unseren nächsten Bus irgendwo finden da. Ich weiß natürlich, wo er ist. Ich habe ihn selber dahin platziert vorhin schon. Das ist klar. Also, links ist gut, rechts ist gut. Haha, seht mal da. Vom Doppelgelenkbus auf den Doppeldeckerbus. Hä? Ist das was? Habe ich es getroffen mit der Überraschung oder nicht? So, jetzt muss ich mal zusehen, ob ich den irgendwie da reinbekomme. Das könnte jetzt auch wieder eine schwierige Sache werden, aber... Hoppala! Das passt. Wie gesagt, entweder man kann es oder man lernt es nie wieder. Gut.
Gut, ich hätte den jetzt ja eigentlich noch ein bisschen heben können, damit wir da nicht den Boden schleifen damit mit der Schnauze, aber ist ja egal. So, meine Leute. So, also das ganze Zeug ausschalten hier. Natürlich müssen wir uns da kurz auch abmelden. Kann ich das nicht auf dem, auf der Kasse? Admin müsste doch eigentlich gehen. Ja gut. Ah, hier, Hauptmenü. Und dann Dienst, Dienstende. Wirklich durchführen, natürlich. Sonst hätte ich ja nicht gefragt. Oder Einnahmeübertrag 0, logisch. Keine Kasse eingebaut. Aber die meisten haben ja sowieso ein Abonnement heutzutage. So, dann noch Licht haben wir aus. Hinterlicht ist auch aus. Ah, hier wäre übrigens noch der Fahrplan gewesen. 137. Ah, gut, der ist wahrscheinlich nicht von dieser Stadt. Hä? Ah. Doch, Urrad aus Ruhleben, die 130 ist da. Ach, Mann, habe ich. Ich habe hier geschaut, 134, und dann habe ich gesagt, okay, springt schon auf 434. Dabei ist ja hier. Hier, diese Linie sind wir jetzt gefahren. Fahren wir jetzt auch wieder zurück, aber das interessiert uns nicht. Ausmachen, das ganze Ding da. Der wird sich wahrscheinlich jetzt drehen, das ist normal, das ist so um sie. So, Türe zu. Und tschüss, meine Liebe. So. Ein bisschen ein kleineres Ding. Müssen wir hier zu diesem Fahrzeug wechseln? Ja, gerne. So, und schon sind wir umgestiegen. Müssen natürlich das Ganze zuerst vorbereiten. Hier habe ich die Türe so, kann ich nur so aufziehen. So. Haha, schon ein bisschen ältere Generation. He? Hier hinten. Oben. Da kommt man von Treppe rauf oder hier und da nach unten, je nachdem. Hier. Oberdeck, keine. Was heißt das? Oberdeck. Ah, im Oberdeck keine Stehplätze. Stehen im Gang nicht gestattet. Okay. Fahrgäste 89 Plätze, Sitzplätze 34, Stehplätze 8, oben keine. Okay. So, und hier, das ist das Armaturenbrett, hä? Altes Ding. Mal das ganze Zeug in Gang setzen. Ich hoffe, er startet dann auch. Türe. So. Und Achtung, Motor starten. Schön, schön, schön. Druckluft baut sich auf, das ist okay. Können wir schon mal die Linie einstellen? 137 ist das. Und dann haben wir da die 0. Was ist das? 01? Hallo? Warum geht das nicht? Die da. Betriebsfahrt. Und jetzt will ich aber noch die 01 haben. Starken. Ah, jetzt passt's. Super. Braucht man mal so eine Anlaufzeit, aber dann geht's. Gang einlegen und so.
Licht. So, die Dame, bitte sehr. So. Oh, Polizei. Aber wahrscheinlich gerade die Barriere unten, da deshalb hier auch ein bisschen die Kolonne gerade. So. Hat der eine Störung oder was? So. Dann mal her, die Herrschaften. Hallo, guten hallo. Tag. Salü. Hallo, hallo, danke schön. Hallo. 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 Ah, schon wieder du. Oh. Die wollen die schöne Sicht sehen. Ja. So wäre es, wenn man zuvorderst sitzt, aber oben. Ja. Und da sitze ich. Wir warten noch gerade ein bisschen, bis 11.38 Uhr etwa. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Halt die Schnauze! Einem so erschrecken da. Geht's noch, oder was? Na bitte, kannst du haben. Hier, Heizung. So. Dann noch die Lüftung. So, Wasserheizung. Und was haben wir noch? Oh, hier ist nichts. Ja, ist halt nicht so modern ausgestattet. Hm?
Das ist gut, okay. Ja, ja, Leute. Leute von heute. Hallo. Hallo. Wo bist du denn? Ah, hallo. Ui. Nee, nee. So, letzte Chance. In ein paar Sekunden fahren wir ab. Meine liebe Busgäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem Doppeldeckerbus und zwar auf der Linie 137. Der obere Deck, der fährt dahin und der untere Deck fährt dahin. Hahaha, Quatsch. Bitte schnallen Sie sich an. Nee, nichts anschnallen. Als die diesen Bus gebaut haben, hat es, glaube ich, noch keine Gürtel gegeben oder so. So. Und abfahren. Ui, falscher Knopf. Spürt man halt noch ein bisschen den Boden hier, oder hört man zumindest. Aber das wird sich dann nachher später ein bisschen bessern. So, jetzt ist wieder die Barriere unten, oder was? Oder was haben die da für ein... Ah, wisst ihr was? Es könnte sein, dass mein Bus da Probleme macht. Oder was? Weil... Ja, das könnte jetzt sein, weil die meinen, ich würde hier langfahren. Okay. Dann, meine Damen und Herren, bitte mal kurz die Augen zu. Ich wende kurz einen Omsi-Trick an, also Augen zu und gring abe und eckle. Weil da könnten wir jetzt 4 Stunden warten, das wird nicht besser. Müsste ich jetzt zuerst wieder zum Bus gehen, den löschen oder auf die Seite stellen und dann... ja. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Da will schon jemand raus. Diese Lampe da bedeutet, wenn jemand den Haltewunschknopf gedrückt hat. Hallo zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Feuerwehr, okay, Blaulicht. Licht.
Oh, schon wieder. Das ist wahrscheinlich was Ernstes. Hä? Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich werde dann nachher bei der... was soll das denn? Ich werde nachher bei der Freudstraße mal kurz ein bisschen warten müssen, weil auch eigentlich laut Fahrplan dort eine kurze Verschnaufpause vorliegt. Und da werde ich dann mal kurz ein bisschen den Bus ein bisschen zeigen. Habe ich eben vergessen, wollte ich gerade machen noch vorhin, aber ja, holen wir gleich nach. Ja? So, halt die ganze Strecke nochmals, aber einfach die andere Richtung. Immer noch mit der Hoffnung, dass alles nachlädt, wie es soll. Und sonst, ja, denke ich, würde ich dann das Video entsprechend beenden. Vielleicht dazu, nein, dazu schneiden wahrscheinlich nicht, aber ja, mal sehen. Adios, amigos. Das hätte jetzt auch gekracht hier. Dieser Bus hat übrigens nur 3 Gänge, wie man es hören kann beim Schalten. Hä? Nicht 4, nicht 6, nicht mehr wie bei anderen, sondern einfach 3. 1, 2, 3. Kopf weg, sonst machst du den Spiegel kaputt. Schönen guten Tag. Ach so, der wartet jetzt auf den Fußgänger da, auf den Mann. Komm.
Die hat wahrscheinlich gezittert, die hat Angst oder kalt. Oder sonst irgendeine Störung. So, mal eine kurze Pause, wie gesagt, hier hätte übrigens früher, das habe ich ja schon vorhin mal erzählt, die Linie 92 geendet, hier an der Freudstraße, und fährt dann auch wieder zurück und wir sind ja noch da, dann nach hinten gefahren, wo ist die Straße hier, bis nach Falkensee. So, also der Bus, da muss ich jetzt mal kurz spicken hier. Das ist ein MAN SC200, SC85 für Jahrgang 85. Ja. Hab den mit Fahrscheindrucker gewählt. Man könnte auch die alte Kasse nehmen mit Tickets, aber ich nehme meistens zur modernen Zeit Fahrscheindrucker. Also wie gesagt, hier ein schöner MAN vom Jahre 85. Ja, solche sind wahrscheinlich im echten Leben nicht mehr relativ viel unterwegs. Wenn dann vielleicht noch so als Rundkurs oder Stadtrundfahrtbusse oder so als, ich weiß auch nicht, FC-Bus oder so etwas. Aber ich denke, im Linienverkehr sind solche Busse nicht mehr, auch schon von, wobei, mal schnell das schauen. Ja, ich sage jetzt mal Stichwort rollstuhlgängig. Hä? Mal schauen, kann ich die mal kurz öffnen da. Man sieht, hä, rollstuhlgängig, da ist nichts. Also wie gesagt, Kinderwagen geht wahrscheinlich noch gerade hier. Aber dann ist auch schon Schluss und heutzutage ja, müssen ja, glaube ich, die Betriebe auch entsprechende, wie sagt man, den Vorschriften einhalten, eben damit auch behinderte Menschen transportiert werden können und das ohne viel Probleme. Und deshalb solche Busse sind wahrscheinlich nicht mehr unbedingt gestattet oder nicht sehr erwünscht, wenn schon. Und natürlich auch die ganze Umwelt, also die müssen ja auch eine gewisse Normen erfüllen, die damals noch nicht waren und so weiter. Abgas und so weiter, das ist klar. Aber ja, im OMSI kann man die spielen noch, das ist wunderschön, die bleiben auch, hoffe ich zumindest. Ja. Halt ein Doppelgelenk, Doppelgelenk eben nicht, sondern ein Doppeldeckerbus. Doppelgelenk hatten wir vorhin. Ja. Auch eigentlich eine gute Idee, wenn man den Platz hat von der Höhe her in der Stadt. Also das dürfen natürlich keine tiefen Brücken und so weiter sein, das ist klar. Aber sonst, ja, hat man eigentlich den doppelten Fahrgastplatz, aber trotzdem nicht ein langer Bus. Ja. Das ist natürlich so.
Armaturenbrett, wie gesagt, halt relativ alt. Bedienung, ja, von den Knöpfen her gleich wie bei den neuen, aber manchmal ein bisschen anders angeordnet. Heizung natürlich hier nur mit Knöpfen und nicht irgendwie, oder hier Schieber natürlich, ohne Klima, nichts. Gänge, wie gesagt, kann ich wählen 1, 2, 3. Also ich kann sagen, okay, ich will nur, dass er bis zum ersten Gang schaltet oder eben nur im ersten bleibt. Ich kann, dass er nur bis zum zweiten Gang schaltet oder dann eben der dritte oder respektiv Vollautomat dann. Neutral natürlich und der Rückwärtsgang. Ja, ich habe jetzt hier mit der Maus bedient, aber ich habe das natürlich Knöpfe hier bei mir auf dem Spielpult, die ich da verwenden kann. Dann die Türen. Die Türe, die ist manuell bedient, die vordere. Aber ich habe hier auch zwei Knöpfe, könnte man ja denken, vorne und hinten. Nein, die hintere Tür habe ich hier, kann ich hier manuell aufmachen und bleibt auch offen. Oder ich gebe einfach die Freigabe, so wie hier zum Beispiel. Und die Türe geht dann auf, wenn ein Fahrgast gedrückt hat, wenn er rausgeht. Und wenn alle Leute draußen sind, geht sie auch automatisch wieder zu. Und hier bleibt sie ganz offen und ich kann die natürlich auch schließen. Man hört es jetzt gerade. Jetzt geht sie zu. Und eben hier vorne, das ist nicht vorne und hinten, sondern einfach Flügel rechts, Flügel links. Ja, kann ich also hier die Flügel einzeln steuern. Und wenn ich beide Knöpfe drücke, dann gehen einfach beide Flügel auf und auch wieder beide Flügel zu. So, ich will nicht so lange spielen, sonst haben wir keine Luft mehr. Dann, ja, hier die Beleuchtung, Scheibenwischer, Intervall, Doppelgeschwindigkeit oder Waschtaster. Dann Heizungsgeschichte natürlich. Das hier ist der Warnblinker. Hier Motor starten und ausschalten. Hier Elektrik ein- und ausschalten bzw. Lichtbedienung. Das hier ist die Motorheizung, also die Standheizung. Und ja, sonst gibt es eigentlich hier gar nicht viel zu bedienen. He? Da haben wir schon mehr Knöpfe bei den neueren. Retarder, also Dauerretarder, wenn ich auf die Bremse trete und hier den kann ich zuschalten. So. Jo. Und sonst gibt es nichts Spezielles. Fahrlicht natürlich und so weiter und so fort. So, genug gequatscht. Ich glaube, wir fahren dann mal los. Immer schauen hier, dass keiner kommt, entgegenkommt. Sonst wird's eng. Hallo, guten Tag. Wir hatten bis jetzt Glück, die Karte hat sich immer neu nachgeladen. Jetzt da vorne ist wieder so komisch weiß oder respektive einfach so blau, hellblau, grau.
Das ist immer gefährlich, solche Stellen. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst jetzt gerade. Ich hoffe, es kommt. Doch, es kommt. Es ist gut, alles gut bis jetzt. Am Bogen. Hallo. Hallo. Bärwinkel. Nächste Haltestelle Wasserwerkstraße. Judentag, hallo. Heizung ein bisschen zurückgedreht, weil sonst... Dagwall. Dagwall, hallo. Sehr freundlich, die Berliner, hä? Und weg. Halt. Gerade eine Salzstange gefunden hier. Zeppelinstraße.
Jetzt sind wir dann bald schon fast wieder am Zentrum oder im Zentrum der Stadt. Hallo. Hallo. Verdammte Salzstangen, dann bekommt man wieder Durst. Das waren noch Zeiten, als es nur diese oder fast nur diese Busse gab, wie der hier jetzt. Einfach verschiedene Jahrgänge, verschiedene Modelle. Aber ja, OMSI 1 gab es nur diese Busse. Und OMSI 2 kam dann noch ein MAN-Gelenkbus dazu, eine alte Generation. Und damit war es. Also nichts von Citao, nichts von Volvo oder was auch immer, das ist dann alles erst dazugekommen mit Add-ons oder Freeware Maps und Mods, sage ich jetzt mal, zum Teil. OMSI 1 gab es gar noch gar keine Gelenkbusse. OMSI 1 war gar noch nicht fähig, Gelenkbusse zu, wie sagt man dem, zu unterstützen, weil einfach die Programmierung fehlt, oder? Programmierung, das heißt, der Nachläufer, der muss natürlich auch den entsprechenden Weg machen. Die Fahrgäste, die Personen müssen auch dort einsteigen, müssen auch dort sitzen können und so weiter, müssen den auch als Bus erkennen und nicht nur als, ja, leeres Luftobjekt, sage ich jetzt mal. Das war alles gar nicht so selbstverständlich, dass das überhaupt funktioniert. Es gab dann einige, die haben dann mal probiert, Gelenkbusse für OMSI 1 zu erstellen, als Download, als Mods quasi. Aber oft war dann der Fall, dass zum Beispiel eben der Nachläufer nicht beleuchtet war oder dass die Räder nicht drehten, dass die Leute gar nicht in den zweiten Teil eingehen. Also das heißt, blieben einfach dann beim Gelenkbalk stehen sozusagen. Und was auch noch das Problem war, ich hatte mal einen damals schon probiert und heruntergeladen. Der Nachläufer, der blieb einfach am Boden stehen und der Rest vom Bus ist einfach gefahren. Oder solche Sachen. Also der Rückläufer, also der Nachläufer abgefallen ist bei der ersten Kurve oder so Sachen. Also das heißt, es gab Versuche, aber grundsätzlich war OMSI das Spiel gar nicht in der Lage, diese zu unterstützen. Rein von der Programmierung, von der ganzen Architektur her. Das war dann erst OMSI 2, wo das möglich war. Und da ist dann natürlich das ganze Zeug gewachsen. Und das ist auch das, was bei OMSI eigentlich Spaß macht, also die Vielfalt. Schon nur an den Städten, die man auswählen kann, dann Busse. Nennt mir ein Spiel auf dieser Welt, wo man so eine große Auswahl hat an verschiedenen Fahrzeugen. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Marken, aber schon da fängt es an. Also ich kann verschiedenste Marken auswählen. Ich kann unterhalb der Marken kann ich die Modelle auswählen. Ich kann Gelenkbusse fahren, ich kann Solobusse fahren, ich kann Kleinbusse fahren, ich kann Doppelgelenkbusse fahren, ich kann Capacity fahren. Was gibt's noch? Es gibt handgeschalten, es gibt Automat. Dann gibt es unterhalb der gleichen Modelle gibt es Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel Citaros. Da kann ich alle drei Türen bedienen mit meinen Tasten. Es gibt Citaros, da kann ich nur die vorderste bedienen. Die zwei anderen sind bedient von den Fahrgästen, also automatisch, sobald die Freigabe da ist. Dann gibt es Busse, die haben ein Void-Getriebe, also zumindest der Klang dazu. Andere haben ein ZF-Getriebe, die anderen haben ein MAN-Getriebe und so weiter und so fort. Also
diese Vielfalt, dann noch die Lackierungen. Also auch da, ich kann Lackierungen auswählen. Nennt mir ein Spiel, Leute, auf dieser Erde, wo man so viel Auswahl hat. Ich sage immer, auch die restlichen Bus-Simulator-Spiele, die es gibt, ich habe schon einige gespielt, Bus-Simulator oder Bus-Driver oder was auch immer es da alles gegeben hat. Ich muss ehrlich sagen, die ziehen mich nicht an. Ich sage immer, eine Mischung von den Bussen her, von der Qualität von den Bussen, mit der Qualität von der Karte, von den anderen Spielen zusammen. Also ein OMSI und ein, ich sage jetzt mal, Bus-Driver oder was auch immer, eine gute Mischung aus beiden wäre das ideale, das geilste Spiel der Welt. Aber so, nö. Und was gefällt mir an den anderen Spielen nicht? Das ist ganz klar. Ich sage immer so, die wollen ja klar der Realität relativ nahe gehen. Das ist natürlich auch gut so, in einer gewissen Art und Weise. Aber dann bauen sie so irgendwie, zum Beispiel wenn man ein bisschen zu schnell fährt oder wenn man zum Beispiel die Haltestellen nicht 100% erwischt, wo man so in einen grünen Balken reinfahren kann, dann wird die Haltestelle nicht erkannt oder solche Sachen. Und dann kommen so blöde Meldungen und so irgendwie das Künstliche, das typische künstliche Spielezeugs, und genau das passt mir nicht. Also hier im OMSI, da kann ich fahren, ich kann rote Ampeln überfahren, ich kann, klar ist das in Realität nicht gut, wenn man rote Ampeln überfährt, das ist ganz klar. Und das ist eine Verkehrs... Wie sagt man dem? Warum fährt der und ich nicht? Kommt bestimmt die Feuerwehr hinter nach, oder was? Ja klar, dann fahre ich halt auch. Nee, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Und aber im OMSI da wirklich die Busqualität, schon nur von den Knöpfen, von den Klängen her und all das rundherum. Wenn jetzt die Jahrik, der Stadt noch ein bisschen besser wäre und der Gebäude, vielleicht auch die Menschen ein bisschen anders animiert werden oder zumindest ein bisschen eine Vielfalt da wäre und nicht, dass 10-mal der gleiche Manfred einsteigt und so weiter. He? Das wäre schon cool, aber letztendlich, ich habe ja im letzten Video oder eines der letzten Videos gesagt, also solche Sachen, man blendet es einfach aus. Also ich sehe an der Bushaltestelle, sehe ich die Person, die einsteigen will. Aber ich sehe nicht, dass da wieder der gleiche kommt. Oder? Also ich sehe es natürlich schon, aber das sind so Sachen, die blendet man aus beim Spiel. Aber ansonsten, der OMSI, also dieser Simulator hier, das OMSI vom Bus her, die ganze Dynamik vom Bus, die Physik, der Klang, die Bedienung, das ist einfach eine Weltspitze und das kann kein anderer Simulator kann das besser nachmachen. Oder zumindest kenne ich das nicht. Dann eben die Vielfalt. Ich kann Busse auswählen. Ich sage jetzt mal hier im Spiel, und ich habe lang noch nicht alle, hier im Spiel habe ich ungefähr die Auswahl, wenn ich schon nur die Modelle nehme, ich sage jetzt mal um die 100, 200 Stück werden es sicher sein. Wenn ich dann noch die Lackierung dazu nehme, dann verschiedene Getriebearten, verschiedene Klänge, verschiedene Jahrgänge, oder zum Beispiel schon nur Citaros. Citaro habe ich wirklich, ich sage jetzt mal, vom Grund her alle vier Modelle. Jetzt Achtung, alle vier, jetzt sagt ihr wieder, ja, es gibt da ganz verschiedenste. Ja, für mich, Citaros, gibt es vier Modelle. Das ist der ganz erste, der Citaro Classic, sage ich dem jetzt mal. Dieser kam raus, glaube ich, 1997, so in diesen Jahreszeiten. Das ist das eine Modell. Erkennt man zum Beispiel an den Leuchten. Ja, habe ich ja schon mal vorgestellt, die Citaros. Könnt ihr ja sonst mein altes wieder mal rauf oder rausnehmen, wo ich Citaros vorgestellt habe. Also, das ist der allererste. Das ist ein Modell für mich. Dann kam ungefähr 2006, 7, 8, glaube ich, war das. Oder vielleicht sogar 4, 5, ich weiß es nicht genau. Kam dann der Facelift. Also, das ist eigentlich der alte Citaro. Der Classic, aber Facelift heißt ein bisschen aufgemotzt, also ein, ja, Facelift ist ja eigentlich das Gesicht verschönern oder so, Lifting, he? Das heißt, er hat einige Verbesserungen bekommen. Hallo, hallo zusammen, hallo.
Jetzt halt die Schnauze, wenn ich am Sprechen bin. Nee, Quatsch. Nee, die Leuchten zum Beispiel, dann wahrscheinlich wurde auch an der Technik, an den Motoren und so weiter gearbeitet. Und sonst auch vom Aussehen her, der wurde, glaube ich, ein bisschen abgerundet, das ist so ein Merkmal. Und dann vorne auch ein bisschen modernisiert und so weiter, die ganze Front. Das ist dann der zweite. Dann kam der C2, also Citaro 2. Die kamen, glaube ich, so... auch wenn du Polizei angeschrieben bist, du hast gefälligst zu warten, ja. Der C2, da kamen, glaube ich, so 2012, 13 raus, die ersten. Das war dann die erste Generation der C2, sage ich jetzt mal. Die haben noch das alte Armaturenbrett wurde dann schon erneuert, vom alten Citaro zum neueren. Wurde schon ein bisschen anders, aber halt das alte von beiden C2. Zum Beispiel das Lenkrad, das war so eher das in der Mitte das längliche und ein bisschen schmaler. Und dann kam der C2, ich glaube, der kam dann 2016, 17, 18, so um diesen Dreh kamen die raus. Und das ist dann relativ der moderne, also das ganze Dashboard wurde erneuert, alles. Von außen sehen die eigentlich relativ gleich aus, also ich wüsste keine Unterschiede so auf den ersten Blick. Aber von außen sehen sie eigentlich gleich aus, aber der Innenraum wurde natürlich bearbeitet, dann die ganze Armaturengeschichte, das Dashboard, Lenkrad, alles wurde erneuert und dann natürlich auch die Anzeige, zum Beispiel Tachoanzeigen und so weiter. Ja. Also das sind eigentlich eben die vier Citaros. Klar, es gibt dann unterschiedliche, es gibt Gelenke, es gibt Solos, es gibt Voidgetriebe, dann gab es verschiedene Motorenarten, es gab den Euro 5, dann irgendwie so etwas mit, was war das, ZF475 oder so etwas, ich weiß es nicht auswendig, hängt mich bitte nicht da auf. Oder den OM976 oder so etwas, irgendetwas in der Bezeichnung. Das war dann verschiedene Motorentypen wahrscheinlich auch. Und dann gab es irgendwann mal noch den Kappa City, also das ist wie ein Gelenkbus, aber ein längerer, nicht ein Doppelgelenkbus, nicht verwechseln damit. Gelenkbus normaler ist 18 Meter und der Kappa City ist 21 Meter. Ja, das waren dann noch so Unterkategorien, sage ich jetzt mal, von diesen Citaros. Aber von den Jahrgängen oder so von der Generation kenne ich zumindest vier. Ich weiß nicht, klar, die Experten wahrscheinlich... Oh, Entschuldigung, Türe zu früh aufgemacht. Kein Problem. Ich wollte eigentlich die Haltestellebremse einsetzen, so wie man es bei anderen Bussen auch macht, dass man nicht auf der Bremse treten bleiben muss, aber... Ja, geht auch die Tür auf bei diesem Bus. Ja, nee, aber wieder zurückzukommen von diesem, eben schon nur vom Citaro, vier Modelle, alle vier Modelle sind fahrbar in diesem Umsi. Und was mir auch gut gefällt, also die Motor, die geben sich da wirklich Mühe. Die könnten ja auch sagen, okay, wir produzieren einfach ein einziger Bus, zum Beispiel, und nehmen alle... Bei allen die gleichen Klänge, der gleiche Ton und so weiter. Ist doch egal, ist ja nur ein Spiel, oder? Nee, jeder Bus, wirklich jeder Bus hat seinen eigenen Klang. Und wirklich auch so gut umgesetzt. Ja, also da muss ich mich oft fragen, wie können die das so gut aufnehmen? Also das sind wirklich Meisterleistungen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch eben die verschiedenen Getriebe oder die Schaltvorgänge, zum Beispiel bei vielen Bussen der Schaltvorgang vom ersten zum zweiten Gang klingt ganz anders als vom zweiten bis zum auf den dritten oder umgekehrt. Also ja, diese ganze Geräuschkulisse und alles, und das ist das, was OMSI geil macht, was das ausmacht. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht setzen viele Leute auch den Wert vielleicht nicht so auf den Sound oder auf die Busfahrt, sondern die sagen, ja, schaut mal auf diese Seite hier, die Häuser, Blockhäuser, die sehen ja aus wie, ich habe das in
einem der letzten Videos auch schon gesagt, das sieht wirklich aus wie auf der PlayStation 1 oder noch schlimmer. Und wer spielt heute noch PlayStation 1? Also vielleicht so Game-Fanatiker wie ich, die gerne alte Konsolen haben, aber ganz sicher nicht, sage ich jetzt mal, jemand, der wirklich spielen will. Oder? Und ja, von daher muss ich sagen, schade für die Grafik, aber mich stört es nicht, weil ich blende sowas aus. Ich sehe den Bus, ich sehe die Qualität, ich sehe das schöne Fahrverhalten, ich sehe die Freude, quasi an einem, ja, einem Bus zu sitzen und den Bus zu steuern. Klar, das ist jetzt im Simulator, aber trotzdem, das Beste, was für einen Fanatiker passieren konnte, ist die Entwicklung dieser Spiele, oder? Ja. Ich habe schon. Kennt jemand von euch noch das Spiel Midtown Madness? Gab es ja 1 und 2 für PC, für Windows. Und dann glaube ich 3 für, war das Xbox oder GameCube oder was war noch so eine Konsole? Ich glaube, war es Xbox. Xbox ist auch Microsoft, glaube ich, oder? Hallo, ich habe was gefragt, warum gibt immer keine Antwort? Nee, Quatsch. Nee, aber Midtown Madness. Schon da habe ich einen Bus gehabt, so ein alter Amerikaner-Bus. Habe ich auch schon dort einfach Linien selber, ja, geschrieben kann man nicht sagen, ist ja nicht ein Lied geschrieben, aber selber Buslinien sozusagen erstellt für die Stadt. Ich habe mir dann eigene Routen erstellt, oder? Und ja, so gefahren. Dann Midtown Madness 2. Da gab es dann auch schon relativ viele Downloads, also Mods, auch damals schon, die man herunterladen konnte, Fahrzeuge und so weiter und auch Städte. Und dann hatte man ja die Stadt San Francisco und da gab es extra eine Stadt oder ein Add-on, das man dann herunterladen und installieren konnte, extra San Francisco Bus City. Und da waren dann einfach Bushaltestellen da, es war ein Busdepot da, wo man den Bus waschen konnte. Klar, man konnte ihn nicht waschen, wie zum Beispiel hier in Omsi und auftanken, das war einfach so. Man konnte hinfahren, man wartet halt einfach 2 Sekunden vor oder 2 Minuten vor der Tankstelle und fuhr wieder weiter. Also man konnte ihn nicht offiziell auftanken. Aber trotzdem, die Herstellung der Maps war da, es war möglich. Und auch da habe ich dann schon einen Citaro damals auch schon heruntergeladen und dann natürlich viele andere Busse. Volvo waren dabei, glaube ich, dann, was waren da? Solaris, glaube ich, war auch schon etwas dabei. Und dann so alte, ich kann jetzt die Marke nicht mehr sagen, aber auch schon da, Bus gefahren. Und ja, und dann kam Omsi raus. Ich habe gesagt, es ist schade, dass Omsi nicht vor 30 Jahren rauskam. Das wäre so geil gewesen schon damals. Dann hätte ich nicht Midtown Madness spielen müssen. Midtown Madness ist eigentlich ein Autorennenspiel, wo man verschiedenste Challenges machen konnte, verschiedene Rennen, verschiedene wie sagt man denn, Herausforderungen, verschiedene Hürden quasi. Und der Brücker, dieser Spieler hier, der jetzt da den Bus steuert, hat einfach eine Bus-City heruntergeladen und mit am Ende missbraucht das Busfahrspiel oder so, oder? Ja, ging auch, hat auch funktioniert, hat Spaß gemacht. Ja. Und auch schon da habe ich oft dann so Dienste erstellt, einfach eigen, oder? Da gab es natürlich keine Linien wie jetzt hier fix, die man abfahren musste, sondern das war einfach so ein freies Herumfahren oder eine Tour quasi, Stadterkennung und so weiter. Aber ich habe mir dann Linien erstellt und ja, zum Teil auch Linien, wo man morgens um 5:30 anfangen musste. Was haben meine Eltern oft blöde geschaut, wenn ich morgens um 5:30, damals war ich natürlich noch in der Schule, oder? Ich habe noch keine Lehre gemacht, ich war noch nicht mal volljährig. Und dann geht dein Kind, also ich spreche jetzt von den Eltern, morgens um 5:30 an den PC und beginnt zu spielen. Und die haben mir oft gesagt, also nicht direkt gesagt, aber wahrscheinlich gedacht, sag mal, der eine an der Waffel oder was? Doch, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal aber es ist auch so indirekt durch die Blume gesagt. Und ja. Aber auch schon da, es hat mir gefallen, es war schön, es hat Spaß gemacht und ja,
Das waren manchmal so Zeiten, wenn ich mich erinnere. Ich hoffe, meine Mutter schaut jetzt das Video nicht, sonst sagt sie wieder, hey, was erzählst du da? Nee, aber ja, man ist da am Spielen, oder? Man muss sich vorstellen, wir hatten ein Haus, oder das Haus existiert immer noch, haben wir immer noch, aber ich bin ja mittlerweile ausgezogen und schon mehrmals umgezogen. Drei Stöcke, oder? Also die Schlafzimmer, die waren ganz oben. Und ganz unten hat mein Vater damals es war eigentlich ursprünglich ein Hobbyraum, ein Bastelraum, aber dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen irgendwie ein Büro haben, weil PCs im Zimmer und damals noch mit Röhrenbildschirmen, das ist natürlich gar nicht gut, dass wir dann ein Büro haben oder ein Arbeitszimmer quasi so. Und das war dann ganz unten im Keller sozusagen, beheizt natürlich, und da haben wir auch schön einen Holzboden eingemacht und gestrichen, isoliert und so weiter. Also wirklich gemütlich, ganz schön war das. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich ging dann ganz nach unten, habe gespielt, war natürlich konzentriert, und plötzlich stand meine Mutter hinten bei der Tür, oder ich habe natürlich gegen die Wand geschaut, und ja, hinter mir quasi war dann die Tür. Plötzlich stand die Mutter da und hat mir einfach zugeschaut. Dann habe ich bin natürlich erschreckt. Dann habe ich gesagt, sag mal, spinnst du, was machst du hier? Ab ins Nest, also ab ins Bett oder so. Das ist das auf Hochdeutsch. Oder, ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Sieh hier, ich fahre Bus, ich kann nicht einfach die Leute ab ins Bett und zwar sofort, du hast zu schlafen, bist da und da. Und aber gut, ich habe es dann durchgestiert, ich konnte dann wieder weiterspielen. Beziehungsweise habe gesagt, ja, ich gehe dann. Und, 8 Uhr war ich immer noch unten, habe immer noch gespielt. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch, hätte ich damals noch Bewerbungen schreiben sollen oder sonst irgendetwas oder Lehrstelle suchen oder was auch immer. Aber nein, man spielt einfach frisch, fröhlich unten und ja, Hausaufgaben machen. Nein. Hausaufgaben kann ich morgen im Bus zur Schule machen. Oder vor der Schule, vor dem Schulhaus kurz, das geht schon, kein Problem. Lernen, wozu? Abach, lernen. Entweder das klappt oder das klappt nicht, ist doch scheißegal, auch wenn man mal eine schlechte Note schreibt. Ich will jetzt Bus fahren. Punkt, Schluss. Ja, so war meine Kindheit. Aber schon damals Bus, ich war seit OS, ich glaube seit dem ersten Tag, wo wir mit dem Bus damals zur Schule gingen, bin ich einfach Busfan. Und ich kann nicht sagen, was es ist. Es ist einfach das Ganze drum und dran, irgendwie große Fahrzeuge zu fahren, die Faszination. Mir gefallen auch die Fahrzeuge an und für sich. Also es gibt da verschiedene Varianten und Sorten, kennt man ja. Aber ich kann nicht sagen genau, was es ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Beruf, Leute fragen mich oft, ja, willst du nicht Busfahrer werden? Das wäre doch noch so ein Beruf für dich. Ja, grundsätzlich, warum nicht? Aber ich muss ehrlich sagen, der Beruf selbst, der interessiert mich persönlich, ich sage jetzt nicht null, aber eigentlich nicht. Wenn ich Bus fahren würde, können, dürfte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Bus, einen alten Bus mal gekauft, den aufgemotzt, vielleicht ein bisschen schön lackiert und so weiter. Und das wäre so eine Art wie ein Sonntagsauto, einfach ohne Leute zu transportieren, ohne Druck, ohne Fahrplandruck, ohne nichts. Einfach so ein bisschen rumfahren. Das wäre, mir interessiert das Fahrzeug, aber nicht der Beruf dahinter. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Sonntagsarbeiten, Feiertagsarbeiten, dann 4-5 Mal die Schicht beginnen pro Tag oder lange Pausen dazwischen, Langeweile, dann komische Fahrgäste und so weiter und so fort. Das ist alles so, sind alles so Punkte, wo ich sagen muss, wenn man ein Pro und Contra aufsetzen müsste für diesen Beruf, also da wären wahrscheinlich mehr Minuspunkte als Pluspunkte. Deshalb kommt für mich persönlich der Beruf Busfahrer nicht in Frage. Das ist so, habe ich schon, glaube ich, schon in mehreren Videos erklärt oder zumindest so angedeutet, aber damit es mal wieder gesagt wird. Mir interessiert das Fahrzeug, aber nicht der Beruf, sagen wir es mal so. So, also ich habe jetzt da gequatscht seit langer Zeit, aber es ist auch mal schön, so in Erinnerungen zu treten quasi und ein bisschen aus alten Zeiten zu quatschen. Wir befinden uns wieder hier, wo wir mal angefangen haben, am starken Haneberg.
wenn ich dann noch die Haltestellen umstelle, so. Und das ist auch schon die Endhaltestelle. So, jetzt muss ich mal schauen, ob die Leute hier so aussteigen können, weil der natürlich noch vor mir steht da. Aber ich denke, das sollte gehen. So, ein bisschen schräg, aber das passt schon. Das war also schon wieder zu Ende. Also das heißt, oh oh, 2 Stunden am Stück gespielt. Und meine Mutter steht noch nicht hinter mir, also von daher kein Problem. So, ich mache da mal Platz kurz. So. So, da kann der Betrieb weitergehen und wir können den Bus hier absetzen und quatschen. So, jetzt habe ich etwa 500.000 Mal so gesagt, aber ja, Leute, das war's von dieser Folge schon wieder. 2-Stunden-Video hat mein Kollege da, von dem ich immer wieder spreche in den Videos, der will immer, mach mal ein neues Video, ich habe alle geschaut, ich kann nicht mehr. Ja, ja, du kannst mich mal. Nee, Quatsch, ich mache das natürlich gerne. Und ein bisschen Spaß muss sein, also wenn wir da untereinander, oder wenn ich da manchmal so Insider bringe von ihm, Hackschnitzel und so weiter bei Landwirtschaft und so, ja, ja. Er weiß, wovon ich spreche und er weiß, glaube ich, auch, wie ich es meine. Ich meine es nicht böse, es ist zum Lachen, das ist Insider, Kollegenspaß und so weiter. So, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen soweit. Mal wieder ein bisschen gequatscht, 2 Stunden lang mit Buswechsel, also eigentlich passend. Zuerst eben Doppelgelenkbus und dann Doppelstöckerbus. Also einfach alles, was mit Doppel zu tun hat in diesem Video. Damit verabschiede ich mich wieder. Es kommen wieder andere Videos. Schaut mal in meinen Kanal und so weiter und so fort. Kennt ihr ja, brauche ich nicht zu wiederholen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Dankeschön und tschüss.